So, hallo und willkommen zurück, meine Freunde, bei Fallout 4 Far Harbor, wie auch immer man es nennen will. Wir stehen vor der Datei von Nick Valentine. Warte mal, ich habe ein paar Fragen an dich. Was? Was jetzt? Paul Pembroke hat mir gesagt, dass du Henry Cook getötet hast und ich denke, er sagt die Wahrheit. Was? Paul hat Cook getötet? Paul lügt. Ich weiß nicht, wer ihn getötet hat, aber ich war's nicht. Ich sollte dich einfach töten, um sicher zu gehen. Aber ich töte Leute nur, wenn sie es verdient haben. Und bei dir bin ich mir nicht sicher, noch nicht. Okay, seht ihr Leute, so schnell kann's gehen. Aber nur gut. Trotz alledem. Wir haben eine Nachricht bekommen, um nochmal drauf zurückzukommen. Nämlich über Radio. Beziehungsweise, die ist schon wieder weg. Wir müssen uns nämlich bei Nick Valentine in der Detektei melden. Ah, Igor. Nein, das ist ja gar nicht Igor. Ach, alles verrückt hier. So. Und willkommen zurück im Bist Land. Bist du bereit für diesen neuen Fall? Seht ihr? Und die gute Ellie ist sogar so überstürzt, dass wir uns nicht mal in Ruhe hinsetzen können, bevor die Verhandlungen schon losgehen. So, und dann fragen wir jetzt mal. Wer ist unser Kunde? Ein Fischer, der am Rand des Commonwealth lebt. Kenji Nakano. Herr Nakano hat mir nichts Genaueres gesagt. Er meinte, er erklärt dir alles persönlich. Aber wenn ich raten soll? Vermisste Person. Der Typ hat echt besorgt reingeschaut. Kannst du mir was über Kenji Nakano sagen? Nur ein paar Eindrücke. Offenbar war er sehr besorgt, aber auch in Eile, als würde er es hassen, einfach nur zu warten. Ich bin ein Freund von Nick, er kennt mich noch, ich brauche sofort seine Hilfe. Und dann war er weg. Er hat was gemurmelt, als er rausging, aber nein, ich weiß nicht, ob das von Bedeutung war. Komm schon, Ellie, raus mit der Sprache. Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagte was von einer Tochter und einem Funkgerät, aber ich bin nicht sicher. Ich weiß auch nicht, wie die beiden Sachen zusammenhängen. Sind Filzhut und Trenchcoat für das Lösen der Fälle verpflichtend? Denn ich würde lieber Pfeife rauchen und mir einen Akzent zulegen. Hey, jedem das seine, Spürnase. Die Nakanos wohnen im Nordosten an der Küste, in einem kleinen Fischerhaus. Er meinte, dass er und seine Frau dich erwarten. Gut, Leute. Wir haben einen neuen Auftrag. Ich würde aber gern für den Auftrag den guten Nick Valentine mitnehmen, denn das weiß ich, das wird fürs DLC empfohlen. Weil da einfach noch ein bisschen mehr, wie sage ich das, Fleisch außenrum an Story bzw. an Background von dem Charakter dazukommt. Gut, also würde ich sagen, besorgen wir uns jetzt erstmal einen Valentine. So, aber erstmal schauen wir natürlich auf der Karte, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Seht ihr? Landhaus an der Küste. Waren wir sogar schon. Sehr cool. Haben wir schon entdeckt. Aber natürlich geht's erstmal. Wo haben wir denn Nick geparkt? Wo haben wir denn Nick geparkt? War das hier? An der Overland Station? Oder war das in Sanctuary? Wir gucken erstmal in Sanctuary, würde ich sagen. So, und da sind wir auch schon bei schönstem Sonnenwetter. Können wir gleich mal unsere kleine Galerie hier genießen. Ach ja, es sind schon ein paar geworden. Ein paar Power-Rüstungen, die sich hier angesammelt haben. So, haben wir Nick hier hinterlassen? Nee, oder? Wo sind die ganzen Siedler? Sturges? Meine. Cotsworth! Ich höre auf zu jammern, wenn es nichts mehr zu jammern gibt. Nein, geh weg. Du hast bloß eine Siedlung für mich. Wenn ich doch nur wüsste, wo man die NSCs abchecken kann. Das ist ein bisschen... Naja. Bald kommt der Mod-Support. Ihr seht übrigens, ich habe schon ein bisschen aufgeräumt hier. Wir haben bloß noch unser lustiges Spielzeug dabei. Unser Mechanist-Outfit. Einfach weil cool ist. Wobei ich glaube, dass wir als Silver Shroud immer noch cooler sind. Das können wir ja mal ganz schnell ändern.
Ach, wenn wir übrigens durch kiloweise Menüs scrollen müssen dafür. Nee, Moment. Verlassen wir natürlich. War auch wieder zu schnell. So, wir wollen den Silver Shroud Anzug. Ihr seht, da hat sich inzwischen so einiges angesammelt. Ja. Nicht aufgepasst. Hey, wo ist er denn? Heieiei. Da hat man eine Weile nicht gespielt und ist direkt komplett dement geworden. Nee, dann bleiben wir als Mechanist unterwegs. Und reisen doch nochmal ein bisschen rum. Das ist ja jetzt geradezu peinlich. Eieieiei. Ladesequenzen überspringen wir natürlich, seid ihr ja noch gewohnt. So, und da sind wir auch schon. Und da ist auch Nick Valentine. Na Gott sei Dank. Nick, sollen wir wieder aufbrechen? Hättest du Lust, gemeinsam zu reisen? Wäre nett. Wir beide wieder gemeinsam da draußen. Gut. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Und dann geben wir Nick nämlich nochmal, das habe ich mir vorgenommen, unseren Electrocutioner. Weil wir benutzen eigentlich eh bloß die beiden. Müssen wir mal ganz ehrlich sein. Moment, jetzt muss ich bloß noch kurz... Genau. Der hat die Zelle. Die geben wir ihm... Ach Gottchen, was sich hier alles angesammelt hat. Mein Gott. Ja, haben wir wieder alle Zellen verkauft? Ach Gottchen. Nee, hier. Sind doch noch ein paar. Nein. Verdammt. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Klar. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. So, hier, pass auf. Nicke, komm her, du Oma. Nicke Valentine hier. So, warte. Da haben wir die Fusionszelle. Machen wir hier mal. Keine Ahnung. Muss ja für ein ganzes Addon reichen. Hier, so. Nimm das. Und seinen ein. Und den auswählen, bitte. Sehr schön. Gucken wir mal. Unsere gute Ada. Nick, sollen wir wieder aufbrechen? Ja, jetzt komm doch endlich mit. Gehen wir. Gut, gehen wir. Und 1, 2, 3, 4, 5 bleibt gleich hier in... Wie heißt es denn? Ich hab schon... Was ist denn heute mit mir los? Oberland Station, genau. Gut. Und es geht natürlich jetzt direkt weiter an die prophezeite Stelle. Ich würde sagen, wir reisen direkt dorthin. Haben wir natürlich schon entdeckt. Macht's uns natürlich auch dadurch viel, viel leichter. So, und da sind wir auch schon in der Dunkelheit. Und ihr seht schon, es ist nicht mehr weit, um den besagten Herrn zu finden. Hier hinten hatten wir doch mal die Meierlöhr. Da ist sie doch. Da ist die Meierlöhr-Königin. Würde ich mich jetzt ungern mit auseinandersetzen. Wir haben ja noch was anderes vor. Aber wir kommen ja auch bestimmt mal wieder. Dann können wir ja mal wieder eine Mutti verhauen. Haben wir ja lange nicht gemacht. Haha, Raider Abschaum. Take that. Na komm. Och, wait. Pritzel. Sehr schön. Das nur so am Rande. Okay. Jetzt bin ich aber gerade verwirrt. Ah, okay. Das Anwesen ist doch weiter nördlich, als ich es erwartet hätte. War das nicht vorhin weiter unten auf der Karte? Hm.
sehr, sehr seltsam. Aber nun gut. So, was haben wir denn hier? Alte Badestrandanlage. Ja, und natürlich geht es wieder bei uns los. Es wird gelootet, es wird geschleppt, es wird getragen. Ich freue mich ja schon drauf. Uff. Ein wilder Ghoul. Naja. Ach, da lagen noch ein paar rum. Na, sowas. Geht doch. Da hinten leuchtet's. Was war das? Nicht sonderlich subtil, Kumpel. Ah. Blöder Hoshi. So ein unfreundliches. Da bin ich noch so im Morgen. In der Morgenruhe. Alles, was du nicht mehr tragen kannst. Ja. Haben wir noch irgendwo was? Oh, ein legendärer Leuchtender. Leute, ich wittere die Chance auf einen besseren legendären Gegenstand. Auch wenn das eigentlich alles gar nicht auf meinem Plan stand. Na komm hier. Na komm. Hui. Na, da hat sich das doch schon mal gelohnt. Haha. Ach, komm. Boing. Geht doch. Könnt ihr aber jetzt nicht ins Wasser fallen, Fräulein. Na, komm hier. Jetzt verknalle ich hier schon meine Munition. Das ist ja... Na! Ah, geht doch. Seht ihr. Und worauf wir uns schon vorbereiten können, ich habe mich da natürlich schon ein bisschen belesen in dem Spiel. Angeriebene Kampfrüstung beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte, ganz nett. Aber hätte ruhig mal wieder eine schicke neue Waffe sein können. Wir sind ja nun auch schon ein wenig mit unserem guten Riddle unterwegs. Eigentlich schon den Großteil des Spiels. Also können wir eigentlich mal wieder einfach bloß mit ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wechseln. Und das hier hinten sieht ziemlich neu aus. Also ich bezweifle, dass das vorher auf der Karte war. Guck mal, wir sind außerhalb der Karte. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich schon DLC-Inhalt. Also schauen wir uns mal kurz um. Genießen den Blick auf was auch immer. Da hinten ist noch ein Häuschen. Da müssen wir auch hin. Und natürlich schauen wir uns erstmal hier um. Ich werde schon wieder paranoid, diese Geräusche hier. So, eine Angel. Ist okay. Haben wir hier noch irgendwas? Rettungsring. Zigarettenschachteln. Ja, ich loote wieder alles, Leute. Ich habe mir das vorgenommen. So, mal lieber ein bisschen tarnen. Wir wissen ja nicht, was die guten Herrschaften hier von uns wollen. Ich habe mich übrigens auch extra nicht gespottert. Also es gibt ja inzwischen schon eine ganze Menge Let's Plays. Wir sind ja ein bisschen verzögert. In unser Let's Play von Far Harbor gestartet. Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Kenji, bitte. Du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Hoffe, das ist okay. Wir haben uns selbst reingelassen. Nick, dem Himmel sei Dank. Du musst dich direkt an die Arbeit machen. Sie könnte verletzt sein. Sie könnte... Wow, wow, ganz ruhig. Kenji, oder? Wieso gehst du mit mir und meinem Partner hier nicht alles in Ruhe durch?
Du hast deinen Partner mitgebracht? Gut, je mehr Augen, desto besser. Ja, wir haben unseren Partner mitgebracht, aber hey. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Nick hat es dir nicht erzählt? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Der Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hüfte. Klar. Ja, langsam erinnere ich mich wieder. Tut mir leid, dass es nicht gut ausging. Wir sind rausgekommen, das ist es, was zählt. Und jetzt kannst du dich revanchieren, indem du meine Tochter findest. Ja, das bin ich. Niederer Partner. Ich habe nicht meine richtige Visitenkarte. Okay. Aber zurück zu meiner Tochter. Es fing alles mit diesem verdammten Funkgerät an. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Wollen wir Geld verlangen? Nee, oder? Das gefällt Nick nicht. Wir sind ja mal der Gute. Immer noch. Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Keine Sorge, Kenji. Wir klären das. Warte einfach hier. Gut. Dann schauen wir uns erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. So. Ihr Zimmer ist oben. Was haben wir denn hier erstmal? Kazumis Projekte Lampe. Hauen wir uns natürlich gleich mal rein. Und wie ihr gleich sehen werdet, wir haben hier einiges ausgemistet. Moment. Nee, wo sind das? Bei Diverses, oder? Kazumis Projekte Lampe. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. So, und ihr seht's. Also wir haben es hier mit einer kleinen Bastlerin zu tun, definitiv. Kazumis Projekt Funkgerät. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. So, was haben wir denn hier? Träume. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Und dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Oh Leute, das klingt aber sehr danach, als ob die gute Kazumi ein Synth ist. Besser gesagt, ein Synth, dem ein gutes menschliches Bewusstsein angeimpft wurde. Denn dieses Licht und so weiter, das passt alles ganz gut auch zum Synth-Dasein. Eieiei. Aber nun gut. Das soll es für heute gewesen sein. Und die beiden Techniker Nick und der Mechanist verabschieden sich für heute. Und wir sehen uns dann morgen zum zweiten Teil wieder. Und ich verabschiede mich und sage, bis denn dann im Ödland.